Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Vor ziemlich genau 2 Monaten im letzten Video über unsere Solaranlage habt ihr gesehen, wie wir oben auf dem Dach alles umsortiert haben und die Anlage von 4,8 auf 8,75 Kilowatt Peak erweitert haben. Wie ihr seht, hängt der Tesla gerade auch wieder an unserer schönen Wallbox dran. Der Himmel ist blau, die Kirschenblüten blühen. Und abgesehen davon, dass wir in Corona Times leben, ist eigentlich alles optimal. Nur wenn wir einen Blick werfen auf die Ausbeute unserer Solaranlage, dann fällt eines sofort auf. Ihr seht es hier an diesen Bildern. Ich habe noch den alten Wechselrichter drin und der kann nur 5 Kilowatt Peak verarbeiten und schneidet einfach seit 2 Monaten immer sauber oben ab. 8,75 wären möglich. 5 liefert er, das heißt, der Rest verpufft einfach. Keine Sorge, der Wechselrichter hält das aus. Ich habe mich bei Fronius erkundigt und Fronius hat mir ein super Angebot gemacht, das ich sehr gerne angenommen habe. Fronius bringt mir so eine neue Generation von Wechselrichtern raus, die unter anderem notstromfähig ist und optimiert ist für Speicheranschluss. Dazu erzähle ich euch sicherlich dann im Juni, Juli mehr, wenn ich dieses Gerät kriege. Aber damit ich nicht zu lange warten muss, bis ich meine Photovoltaikanlage voll auskosten kann, hat mir Fronius zwischenzeitlich einen anderen Wechselrichter zur Verfügung gestellt und der kommt heute. Ja, wie ihr hier sehen könnt, schafft mein bisheriger Wechselrichter auf voller Leistung, liefert etwas über 5 Kilowatt Peak. Ja, und mehr muss er auch nicht können, denn es ist der Symo 5.0. Der kann genau das, 5 Kilowatt. Und ich bekomme jetzt von Fronius einen 8.0 Wechselrichter, der dann 8 Kilowatt kann. Und damit müsste jetzt der Michael von Sunny Solar, meiner Konstanzer Solarfirma, jeden Moment um die Ecke kommen. So. Ah. Ah, ich weiß jetzt auch, warum sie mir den geschickt haben, weil der nämlich dieselben Maße hat und deswegen genau an derselben Stelle montiert werden kann, ohne dass man was ändern muss. Sunny Solar hat immer gelbe Pullover. So, jetzt müssen wir mal ausschalten kurz. Ne? Diese hier, das ist die Datenkarte und die muss in den Platz da drüben rein. Okay, da muss sie rein. Sonst sehen die sehr ähnlich aus. Finde ich erstaunlich, dass man ein komplettes Teil auswechseln muss, um dann statt 5 8 Kilowatt Peak zu haben. Oder? Also wo sind 8 statt 5 drin? Ich nehme mal an, auf der Rückseite der Hauptplatte. Ah, Leistungsbauteile. Ah, okay. Das kann natürlich sein. Eine Internetverbindung. Schalten wir die DC-Seite ein. Hier wird hochgefahren. Wir sind gespannt. So, den Rekord haben wir schon gebrochen. Ja, mehr. Gib mir mehr. Immerhin, hey. Ist doch cool. Ich bin begeistert. Das ging relativ schnell. Ich kann sogar schon den neuen Wechselrichter in meiner Anlage sehen, wie ihr hier seht. Haben wir tatsächlich jetzt 7,2, 7,3 Kilowatt. Das ist praktisch Rekord. So viel hatte ich noch nie. Und jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich den Tesla wieder dranhänge. Zum ersten Mal kann ich die kompletten 7 Kilowatt, die ich praktisch ins Auto lade, vom Dach holen. Der Wechselrichter gibt das her. Und ja, das war der Sinn dieser Übung. Und jetzt habe ich die Hardy Bart Wallbox noch so eingestellt, dass wirklich nur noch Sonnenstrom ins Auto geliefert wird, also nichts mehr zugekauft, was ja bei dem Ertrag, den ich heute habe, auch kein Problem ist. Ihr wisst ja noch, ich muss über diese kritische Größe von 1400 Watt kommen, damit es überhaupt lädt. Die ist aber heute kein Problem. Strahlend blauer Himmel und wir sind so bei 6.000, 7.000 Watt Solarleistung. Insofern habe ich jetzt einfach da mal auf Null gestellt und lade jetzt einfach nur noch den überschüssigen Sonnenstrom in mein Auto, wie ihr hier auf diesen Screenshots sehen könnt. Vielen Dank nochmal an Fronius für den Ersatzwechselrichter. Vielen Dank an Sunny Solar fürs Montieren. Ihr seht hier oben Werbung eingeblendet, dadurch, dass Fronius mich unterstützt in dieser Geschichte. Tesla kann fleißig laden. Tesla unterstützt mich nicht, den habe ich selber gekauft. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst mir unbedingt ein Abo da und ein Like. Kommentiert gerne, was euch noch weiter interessiert. Und wir werden bald wieder neue Videos haben zu diesem Thema. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer Dieser Dad.